Hier in St. Gallen ist das Departement Materials Meet Life. Und das heisst, wir entwickeln Materialien für den menschlichen Körper, im menschlichen Körper, um die Gesundheit eigentlich vom Menschen zu unterstützen. Schott ist ein Technologiekonzern im Bereich Spezialglas und Glaskeramik. Und wir hier am Standort St. Gallen gehören der Business Unit Pharmaceutical Systems an. Und unsere Kernkompetenzen sind eigentlich die Entwicklung, Technologie und auch Produktion von Glas- und Polymerkörpern im Bereich Spritzen und Kapulen für die Pharmaindustrie. Wir haben hier 36 Nationen eingestellt bei uns und bestimmt mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Da fängt eigentlich an mit angelernten Hilfsarbeitern in der Produktion im 24/7-Umfeld. Da geht dann aber eigentlich weiter bis zu Experten und Doktoren in den verschiedensten Fachgebieten. Wir sind extrem gefordert, also die technische Entwicklung, die technologische Entwicklung oder auch die medizinische Entwicklung, die fordert immer neues Wissen von unseren Leuten. Also man kann gar nicht stehen bleiben, man muss sogenannt am Ball bleiben und sich ständig weiterentwickeln. Und da habe ich zum Beispiel allein schon ein Team da, wo ein bisschen Trend beobachtet und schaut, was brauchen unsere Diplomierten, zum Beispiel unser diplomierte Personal für Weiterbildungen, dass sie auch in Zukunft bestehen können. Das Zentrum ist immer der Patient, Patientin und die Angehörigen. Wir wollen immer die Pflege verbessern und Menschen noch besser unterstützen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Entwicklungen. Und da würde ich sagen, ist das Kantonsspital absolut führend. Also jetzt gerade mit dem Kantonsspital, wo sehr interessiert ist an neuen Materialien, neuen Technologien, haben wir sehr einen engen Austausch und aus diesen Diskussionen kann man dann Bedürfnisse auch ableiten. Das ist auch das, was für uns sehr spannend ist, eben zu sehen, wie unsere Entwicklungen schlussendlich wirklich in der Anwendung können verwendet werden können.